Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag, also ist mal wieder Zeit für ein Sammlungs-Samstags-Video und heute möchte ich euch gerne einfach mal meine Pinsel zeigen. Es sind ein paar. Also meine Pinsel und meine Schwämmchen und so. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Pinsel habe ich immer hier, da, quasi unter der Kamera stehen. Und ja, ich habe mir extra meine Vlog-Kamera zur Hand genommen. Das ist die Canon G9X. Genau, verlinke ich dir aber auch unten in der Infobox, damit ich hier auch mal etwas anders filmen kann und dir einfach mal zeigen kann, wie das Ganze hier so aussieht. Ja, denn aus dieser Perspektive sieht alles doch etwas anders aus. Da vorne in meinem Ringlicht befindet sich meine Kamera. Das wird jetzt natürlich nicht so ultra gut gezeigt, weil das Ringlicht an ist. Ja, genau, da ist die Kamera mit dem Mikro. Und hier haben wir dann noch ein Licht. Da haben wir die ganzen Verlosungsboxen hinter. Hier haben wir dann meine Schminkaufbewahrung von meiner täglichen Schminke, sage ich mal. Dann haben wir hier einen etwas staubigen Spiegel, eine Softbox, ein Hintergrundlicht und hier haben wir dann die ganzen Pinsel. Ja, ich muss gestehen, das sind wirklich ziemlich viele, ne? Ich red mich da auch einfach mal nicht raus. Aber hier habe ich sie alle griffbereit und das ist alles sehr, sehr praktisch. Ich liebe es übrigens auch hier einfach mal so zu flauschen, denn es ist natürlich super flauschig. Ich habe einige gerade frisch gewaschen, das sieht man hier noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen feucht, aber zu Demonstrationszwecken habe ich sie jetzt einfach mal auch direkt hier mit ins Video reingenommen. Genau, hier etwas unten drunter habe ich dann nochmal die gleichen Aufbewahrungsboxen wie auch für die Pinsel. Die kann ich dir natürlich auch unten in der Infobox verlinken. Da habe ich meine Schwämmchen drin und die habe ich hier auch so ein bisschen sortiert. Und zwar habe ich hier diese abgeschrägten Schwämmchen drin. Das hier ist einmal eins von Judith Williams. Da muss ich sagen, hat mich die Qualität nicht so wirklich überzeugt, denn ich habe es halt jetzt einmal verwendet, einmal gewaschen und hier schon so ein, ne, ist schon etwas kaputt. Dann habe ich hier zwei von Real Techniques. Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Ja, die sind von der Form her sehr ähnlich. Das eine ist nur hellblau. Ich glaube, das war eine Limited Edition oder sowas von Real Techniques. Finde ich aber immer wieder klasse und kann ich echt empfehlen. Genauso auch die ganz normalen klassischen Orangenen. Ich bekomme die auch sehr, sehr gut immer sauber. Aktuell verwende ich einfach von Isana dieses Body Oil, dieses Duschöl. Das finde ich sehr, sehr gut. Da muss ich aber wirklich sagen, es ist sehr schwer, das aus den Schwämmchen rauszuwaschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde das nicht richtig rausgehen. Da muss man sehr, sehr lange waschen. Aber man kriegt sie sauber. Man sieht es ja auch anhand der Spitze und so, ne, dass die jetzt nicht irgendwelche Verfärbungen oder so haben. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Hier habe ich dann die Schwämmchen. Das sind die Beauty Blender und die Ember Schwämmchen. Die Ember Schwämmchen sind einfach meiner Meinung nach die qualitativ am besten oder vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am besten. Die werden wundervoll, sind extrem vergleichbar mit dem originalen Beauty Blender. Hier muss man aber halt so sagen, dass sie etwas grobporiger sind als der originale Beauty Blender, der sich hier befindet. Die sind nochmal ein Stück weicher, aber kosten dann auch ein Vielfaches, ne? Muss man halt auch einfach bedenken. Den Beauty Schwämmer vor allem habe ich auch nochmal in weiß, habe ich mir aber nie wirklich selber gekauft. Den habe ich in der Kooperation bekommen und den hatte ich, glaube ich, mal in einem Adventskalender drin. Die Ember Schwämmchen habe ich hier auch nochmal in schwarz. Nee, das ist keine Ember Schwämmchen. Das ist zu hart für ein Ember Schwämmchen. Ist das irgendein anderes? Vielleicht von Flaconi oder so? Weiß ich nicht. Ja, aber hier nochmal in Türkis und in Rot-Rosa. Oder auch Magenta. Die benutze ich eigentlich mit am liebsten. Genauso auch die Real Technique Schwämmchen. Also das sind so meine liebsten. Dann habe ich hier die von Luvia. Das ist dieser Riesen-Oschi. Den verwende ich eigentlich vornehmlich tatsächlich, wenn ich halt auch intensive Make-ups schminke, weil der halt wirklich sehr, sehr groß ist, dieser Oschi-Schwamm. Und ich persönlich mag den richtig gerne, halt wenn ich wirklich ein Fullface schminke und mich sehr intensiv schminke vor allem. Dann mag ich den ganz gerne, weil, ja, wenn ich halt auch zum Beispiel cremige Texturen mit auftragen möchte oder so, dann habe ich hier einfach genug Fläche, um ganz viel aufzutragen an Produkt. Und in dem Set war halt nochmal dieser kleine Schwamm auch mit dabei. Den verwende ich halt auch sehr, sehr häufig. Mag ich auch echt gerne. Hier habe ich dann die Schwämmchen, die ich eigentlich ja
eher weniger häufig verwende. Die sind auch ganz hinten im Schrank. Das sind einmal diese hier. Die sind, glaube ich, von InStylish. Die sind etwas anders, weil die halt so eine Mikrofaseroberfläche haben. Das heißt, die sind eher so stoffig von oben. Man kann die sowohl trocken als auch feucht anwenden. Ich finde, die Foundation lässt sich damit nicht so ultra schön einblenden. Ich verwende die hauptsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel keine wirkliche Foundation verwende, sondern nur eine BB-Cream und dann nur den Concealer auftrage. Da nehme ich dann die Spitze hierher und dann muss ich das nicht mal feucht machen. Das ist ganz cool eigentlich. Oder ich verwende das, wenn ich alle Texturen mit den Fingern auftrage und halt nur das Setting Powder unter dem Auge damit auftragen möchte. Dafür ist es ganz gut. Aber ansonsten mag ich die nicht so ultra gerne. Aber sie sind halt da und sie werden verwendet. Das Produkt hier von Beauty Blender, das ist so ein Petting Sponge, heißt der, glaube ich. Das ist super spektakulär, weil du kannst hier mit dem Finger rein, du kannst aber auch hier mit dem Finger rein und hast dann hier drin so ein Gel-Pad noch. Das ist sehr, sehr interessant. Den kannst du sehr schön verwenden, um unter dem Auge Puder aufzutragen, aber der ist halt auch von der Oberfläche her wie Stoff. Das ist halt nicht was für jedermann und nicht für jeden Tag, sage ich mal. Da möchte ich den manchmal einfach nicht verwenden, aber ansonsten finde ich, es ist ein ganz schönes Gimmick. Diesen Schwamm von Real Techniques, der war in so einer Limited Edition Geschichte drin, finde ich persönlich unhandlich. Ich finde ihn gut von seiner Porenfeinheit, von seiner Beschaffenheit. Er macht auch schön das Make-up flawless und so weiter, aber es ist halt einfach eine Kugel, ne? Und da du ja mit einem Schwamm petzt und nicht rollst, ist es irgendwie einfach nur ein Spaßartikel, glaube ich. Genau, und das befindet sich hier einfach unten bei mir drin. Hier habe ich dann auch noch so eine Ablage, wo ich Kram drin habe. Da sind die Schwämmchen. Da unten habe ich meine Handtücher und halt die Box, wo meine benutzten Pinsel reinkommen. Und jetzt kommen wir halt zu den ganz normalen Pinseln. Das habe ich aufgeteilt auf zwei Boxen. Nicht nur wegen dem Platz, sondern auch, weil es für mich sinnvoller war. In dieser Box habe ich hier zum einen auf dieser Seite ganz diverse Pinsel, wo ich nicht genau wusste, wo ich die in der Box zusortieren sollte. Deswegen befinden die sich auf dieser Seite. Dann habe ich hier feine Augenpinsel und Augenbrauenpinsel und Lippenpinsel. Hier habe ich so Smudgerpinsel, etwas feinere Pinsel, etwas festgebundenere Pinsel. Und hier habe ich meine ganzen Blendepinsel drin. Hier vorne habe ich einfach einen Spiegel liegen. Dann habe ich hier so zwei Pinselreiniger Dinger, ne? Das ist einmal von Catrice und von BH Cosmetics, kann ich mal in der Infobox verlinken, die sind total super. Wenn man nicht gerade das Handtuch hier an der Seite zur Hand hat, dann kann man mit diesen Dingern super die Pigmente von den Pinseln runternehmen und die einfach mal kurz zwischendurch sauber machen, wenn man zum Beispiel ein sehr buntes Augen-Make-up schminkt. Da ich hier noch Platz hatte, habe ich hier so Teile reingemacht und servieren. Ja, es ist nicht schön, aber es ist selten. Und es ist passend zu meinem Nagellack, es ist nicht wundervoll. Genau. Hier habe ich jetzt mal meine kompletten Blendepinsel ausgebreitet. Also ihr seht, es ist immer wieder die gleiche Pinselart. Aber natürlich braucht man im Leben nicht diese Masse. Was man von diesen Pinseln, von der Art her, braucht, meiner Meinung nach, wäre zum einen so ein Concealer-Buffer. Den verwende ich ganz gerne zum einen unter dem Auge, um dort zu setten oder um meine Lidschattenbase aufzutragen oder sie zu setten. Das ist jetzt exemplarisch einfach mal einer von Lini Brush, den habe ich von Cosmetic for Less bestellt. Da habe ich das komplette Pinselset bzw. zwei Pinselsets in dieser Farbe her. Dann ist so ein großer, fluffiger Blendepinsel, den du entweder für normales Ausblenden am Auge oder zum Auftragen von präzisem Highlight verwenden kannst. Meiner Meinung nach auch etwas, was in dein Pinselset reingehört. Denn hiermit kannst du sehr fluffig und sehr, sehr leicht einfach etwas ausblenden, bist damit nicht zu präzise und trägst auch nicht zu viel Pigment auf. Und damit kann man zum Beispiel so eine Übergangsfarbe perfekt auftragen. Der ist jetzt exemplarisch von BH Cosmetics, denn von BH Cosmetics habe ich einige Pinselsets. Außerdem möchte ich euch so einen Mini-Crease-Brush ans Herz legen. Das ist so ein ganz, ganz eng gebundener Blendepinsel. Das ist jetzt einer von Louisa Creshen aus ihrem Pinselset. Und damit kann man halt sehr präzise in die Lidfalte reingehen und wundervoll dort arbeiten. Dementsprechend ist das der dritte Pinsel, den ich euch für euer persönliches Pinselset ans Herz legen möchte. Alle anderen Pinsel von den Farben und Formen her sind ja in dem Sinne auch nur Abwandlungen von dem, was ich euch gerade an den drei Pinseln gezeigt habe. Ich mag jeden einzelnen von ihnen, deswegen wird hier auch nichts aussortiert. Aber man braucht sie jetzt natürlich in der Masse nicht. Die drei würden in der Theorie reichen.
Aber ich bin halt bekanntermaßen auch einfach mal ein Freak. Hier sehen wir dann das nächste Fach. Das sind so meine ganzen Smudger-Pinsel und abgeschrägten Pinsel, sage ich jetzt einfach mal dazu. Auch hier wieder in allen möglichen Preisklassen. Ganz klassische von Morphe, von BH Cosmetics. Dann hier aus dem Duquer-Pinselset, was ich euch auch immer wieder unten in der Infobox verlinke, was super geil ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, weil du da tolle Pinsel bekommst. Pinsel aus Limited Editions und Real Techniques und. Ja, und was man hiervon wirklich braucht an Pinseln, wäre meiner Meinung nach zum Beispiel so ein abgeschrägter, etwas fluffiger Blendepinsel. Das hier ist jetzt einer aus einem Essence-Pinselset. Das war so eine Limited Edition. Der ist ein bisschen fluffiger und damit kann ich mit meinen Schlupflidern einfach super arbeiten, weil ich ihn mir einfach gerne hier ansetze, am äußeren V, habe dann das längere Ende oben und dann einfach hier so rumziehe. Und damit kann ich mir halt auch nochmal eine Lidfalte ausarbeiten. Ich persönlich, also nur meine persönliche Meinung ist das hier, ne? Finde so einen Smudger-Pinsel, der halt auch sehr, sehr groß und dick ist, auch richtig, richtig gut, weil der nimmt enorm viel Pigment auf. Und den kannst du komplett nehmen, um über dein bewegliches Lid zu gehen und damit dann sehr, sehr, sehr präzise Farbe auftragen. Und ja, jede noch so schlecht pigmentierte Lidschattenpalette bekommst du damit wundervoll auf dein Auge. Der ist jetzt exemplarisch aus dem Duquer Pinselset, was ich halt auch wirklich, wie eben schon gesagt, richtig gut finde. Außerdem finde ich super wichtig so einen Smudger-Pinsel, der halt auch sehr festgebunden ist, also der ja halt auch sowohl trocken als auch feucht angewendet werden kann. Der ist optimal für Glitzertöne und das hier ist aus dem Doe Color Pinselset. Das habe ich bekommen, als ich die Pink Panda Überraschungsbox mir bestellt habe und den hier finde ich auch wirklich gut. Auch hier sind wieder alle anderen Pinsel, die ihr dann hier seht, entweder Duplikate, sage ich mal, davon oder Abwandlungen von dem, was ihr jetzt gesehen habt, was ich euch gezeigt habe. Genau, aber in der Theorie ist das hier dann quasi das, was ihr davon braucht. Und hier sind wir auch schon bei den Pinseln, die sich in meinem dritten Schub, sage ich mal, befinden. Das sind alles so sehr, sehr feine Pinsel und Augenbrauenpinsel und Lippenpinsel und Eyelinerpinsel, sowas. Essentiell finde ich aus solchen Pinseln auf jeden Fall so ein Duo-Augenbrauenpinsel. Das heißt, auf der Seite hast du dann ein Spoolie und auf der Seite hast du einfach so ein Augenbrauenbürstchen. Damit kann man sich theoretisch auch einen Eyeliner zeichnen. Also das ist halt einfach ein sehr funktionaler Pinsel, den man auch hier, diese Spoolie-Seite kannst du auch nehmen, wenn deine Mascara klumpt oder so. Deswegen finde ich sowas super wichtig. Dieser Pinsel ist quasi die Weiterentwicklung, sage ich mal, von diesem Smudger, den ich euch eben schon gezeigt habe. Hiermit kannst du ganz, ganz, ganz präzise Glitzerlidschatten auf eine Cut-Crease auftragen oder dir sehr, sehr definiert deine Lidfalte vertiefen oder. Es gibt so schöne Anwendungsmethoden für diesen Pinsel. Das ist halt auch ein ganz, ganz klassischer Lidschattenpinsel. Das ist jetzt exemplarisch einer aus dem Luvia Prime Vegan Pinselset. Ein richtig gutes Pinselset. Von dem habe ich auch einige Pinsel in meiner Sammlung noch drin. Das heißt, den hier würde ich euch extrem empfehlen. Der ist echt klasse. Er ist schon etwas mitgenommen, weil er doch schon sehr, sehr viele Cut Creases gezogen hat oder farbige Töne auf irgendwelche Lidschatten auftragen durfte. Dementsprechend ist er auch schon etwas grünlich verfärbt. Und als letztes aus dieser Reihe würde ich euch so einen Pinsel empfehlen. Der sieht aus wie aus einem Kindermal-Farbkasten, weil der eine extrem präzise Spitze hat. Den kann man super schön für Gel-Eyeliner verwenden. Den kannst du auch super verwenden, wenn du an deinem Auge nochmal einen Liner ziehst, der nicht direkt am Wimpernkranz ist, sondern halt etwas oberhalb. Das hier ist jetzt von Sigma, ein Eyeliner-Pinsel, die E05. Hatte ich mal in einem Trash-Paket drin und ich möchte ihn nicht mehr missen müssen. Damit kann man auch sehr artistische Looks schminken, also richtig, richtig guter Pinsel. Auch hier sind wieder jetzt alle anderen Pinsel, die ihr hier seht, Abwandlungen von denen, die ich euch gerade als Must-Have gezeigt habe. Ihr habt vielleicht auch den klassischen Point Brush jetzt vermisst, den ich zum Beispiel für das Inner Corner Highlight hätte nehmen können. Dafür bietet sich aber zum Beispiel der Sigma Pinsel sehr gut an oder auch dieser hier von Luvia. Da kann man auch beide sehr, sehr gut für verwenden.
Tja, und der vierte Schub aus der Box sind tatsächlich alles Pinsel, die ich halt auch noch gar nicht richtig einkategorisieren konnte, beziehungsweise nicht zu meinen Blush, Bronzer, Highlightern, Puder und so weiter Pinseln zu sortiert habe. Das sind Pinsel, die sind nice to have, aber sie sind kein Must-have, einfach um das mal so ganz platt zu sagen. Das heißt, würde ich persönlich ein eigenes Pinselset herausbringen, würde ich von diesen Pinseln wahrscheinlich keinen einzigen rausnehmen. Es sind multifunktionale Pinsel, also man sieht es halt auch einfach am Pinselkopf, dass die rund gebunden sind und vorne so eine leichte Kuppel haben. Das ist ganz nett, aber es ist halt ja ein multifunktionaler Pinsel. Ich könnte mich theoretisch mit diesem Pinsel komplett alle pudrigen Texturen bis auf Lidschatten schminken. Das heißt, ich könnte damit Puder auftragen, ich könnte Blush, Bronzer und sogar Highlighter damit auftragen. Aber wenn ich ein eigenes Pinselset rausbringen würde, dann würde ich jeden Pinsel separat herausbringen. Also man sieht es zum Beispiel bei der lieben Kisu, die hat ja zum Beispiel in ihr Pinselset diesen Pinsel mit reingemacht. Das ist so ein multifunktionaler Pinsel, mit dem du alles halt auftragen kannst. Sie hat es halt genau so gemacht, ne? Dass man sagt, ich nehme einen Pinsel für alle pudrigen Produkte auf dem Gesicht, was ich praktisch finde. Und wenn ich einen schnellen Look schminke oder halt im Alltag mich schminke oder so, verwende ich halt auch einfach einen so einen Pinsel und mache damit alles. Würde ich ihn persönlich rausbringen, würde ich den Stiel länger machen, einfach weil ich so große Hände habe. Ich meine, ne, wenn ich mir das so angucke, wenn ich ihn so halte, reicht es eigentlich, aber ich mag es irgendwie lieber, wenn die länger sind. Kommen wir nun zu dem flauschigen Part meiner Pinselsammlung. Hier habe ich die ultra fetten Pinsel drin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die sehr, sehr groß sind, sehr großflächig arbeiten, teilweise sehr fluffig sind, teilweise auch ein bisschen fester gebunden sind. Dann habe ich hier meine Highlighter und Blushpinsel drin und auch für Contouring kann man hier Pinsel finden, sage ich mal. Hier sind meine ganzen Pinsel für cremige Texturen, das sind Stippling Brushes, das sind Foundation Pinsel, leichter gebunden oder auch hier fester gebundenere. Und hier haben wir die ganzen Puderpinsel, die etwas spezieller sind und die ich einfach sehr schön finde, weil sie hier oben noch ein bisschen spitzer zusammengehen, weil sie etwas fluffiger sind und etwas multifunktionaler einsetzbar sind. Hier haben wir dann meine ganzen großen Fluffelspinsel. Die sind aus verschiedenen Preiskategorien. Die sind von Catrice, von Evelyn, von Essence, von Sephora, von Luvia, von Boutique, von Real Techniques und so weiter und wie auch immer. Und jetzt zeige ich euch mal, welche davon wirklich essentiell sind. Ich finde, in jedes Pinselset gehört so ein richtiger Oschi-Fluffelpinsel. Das muss kein Riesen-Oschi sein, aber so einer wie hier von Real Techniques, dieser Powder Brush, so heißt er, die sind einfach total großartig. Damit kannst du durch dein Gesicht fluffeln, als gäbe es kein Morgen mehr. Damit kannst du sowohl Puder auftragen, als auch Bronzer richtig großflächig. Du kannst Bronzer, Blush und Highlighter und alles Mögliche in deinem Gesicht super damit verblenden und der ist einfach wundervoll und ich liebe vor allem auch echt diesen Pinsel, der ist echt klasse. Ja, und alle anderen, die ihr hier seht, sind ja quasi auch nur Abwandlungen von ihm. Also das, ist, sage ich mal, der einzige von den Pinseln, die man dann jetzt so von der Art herauspicken würde. Alle anderen sind ja ähnlich, ne? Auch wenn jetzt zum Beispiel dieser hier von Evelyn, der ist jetzt ein bisschen flacher gebunden. Damit kann man auch super konturieren und einfach ein bisschen präziser arbeiten, sage ich mal. Wenn man halt einfach hier so arbeiten möchte und die Kontur so ein bisschen mehr ausgeblendet haben will. Damit kommst du auch besser hier so zwischen. Aber das kannst du halt auch genauso mit diesem Pinsel erreichen, wenn du ihn zum Beispiel vorne einfach zusammendrückst. Das geht auch. Und hier sehen wir jetzt meine ganzen Highlighter und Blush- bzw. Rouge-Pinsel. Wie gesagt, auch hier wieder Abwandlung von ein und derselben Form in verschiedenen Arten. Was man wirklich braucht, ist meiner Meinung nach so ein abgeschrägter Blushpinsel. Der hier ist jetzt von Youstar aus dem Flamingo Adventskalender und den finde ich ehrlich gesagt sogar richtig schön. Der ist fluffig, aber nicht zu fluffig, fest, aber nicht zu fest und ich finde den echt klasse und natürlich ist er 1A und wunderschön mit diesem Flamingo. Und würde ich ein Pinselset rausbringen, das würde auf jeden Fall mit in mein Pinselset wandern. Und selbstverständlich würde ich auch einen Highlighter-Pinsel mit in mein Pinselset reinpacken. Der von Boutique ist einfach auch richtig schön. Der ist, wie auch eben der Blush-Pinsel, fluffig, aber nicht zu fluffig, fest, aber nicht zu fest. Der läuft schön spitz vorne zusammen, sodass man den auch zum Contouring verwenden könnte, wenn man konturieren würde. Und da würde ich auf jeden Fall so einen Pinsel mit reinpacken. Auch hier wieder, alle anderen Pinsel sind
einfach nur Abwandlungen von den beiden Pinseln, die ich euch gerade gezeigt habe. Teilweise fester, teilweise fluffiger, teilweise größer, kleiner, bunter, länger, kürzer, wie auch immer. Aber im Prinzip genau die beiden Pinsel da oben. Und hier haben wir jetzt die ganzen Foundation-Pinsel und Concealer-Pinsel und Hasse-nicht-gesehen-Pinsel und Stippling-Brushes. Aber auch hier wieder nur ein paar Pinsel, einfach nur abgewandelt in verschiedenen Formen. Solch einen Pinsel würde ich zum Beispiel nicht unbedingt in mein Sortiment aufgeben. Klar, manchmal ist es schön, wenn man eine Foundation später mit dem Schwamm einarbeiten möchte, dass man ihn halt vorher mit einem Pinsel aufträgt. Aber mit dem hier, das ist kein Must-Have, das muss echt nicht sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich so viel davon habe wahrscheinlich, weil in fast jedem Pinselset ein so ein Pinsel mit drin ist, braucht man aber eigentlich nicht. Was man auf jeden Fall braucht, und da ist dieser hier exemplarisch für von BH Cosmetics aus dem Midnight Pinselset, ist ein Foundation Buffer, meiner Meinung nach. Da kann man einfach schön die Foundation mit im Gesicht einarbeiten, auch BB-Creams und so weiter. Da brauchst du nicht unbedingt nachher ein Schwämmchen zum Ausblenden, also ich benutze tatsächlich nicht jedes Mal ein Schwämmchen, wenn ich einen Foundation-Buffer vorher verwendet habe. Ich kann den auch einfach mit dem Pinsel direkt auf mein Gesicht auftragen. Da muss ich gar nicht das vorher mit den Fingern verteilen. Das mache ich direkt Foundation auf den Pinsel und dann aufs Gesicht buffern. Erst in kreisenden Bewegungen verteilen oder in streifenden Bewegungen, je nachdem, wie ich gerade Lust habe, und dann einfach eintupfen. Natürlich wäre jetzt so ein Herzpinsel nice to have, aber ganz ehrlich, so ein Herzpinsel ist hübsch. Ist wirklich hübsch und es ist nett und es sieht total toll aus, wenn man ihn verwendet, aber ja, noch handlicher ist tatsächlich ein ganz klassischer Foundation Buffer. Eine Pinselart, die ich mittlerweile echt zu schätzen gelernt habe. Damals habe ich sie immer, naja, aus meinen Pinselsets entfernt, ist halt einfach so ein Stippling Brush. Hiermit kann man zum einen Foundation sehr, sehr vorsichtig auftragen, wenn man halt eine nicht unbedingt starkende Foundation haben möchte, aber trotzdem sie mit dem Pinsel auftragen oder verteilen möchte. Oder, keine Ahnung, wenn man halt ganz, ganz vorsichtig sich ein Concealer vor allem, ein Blush auftragen möchte, auch pudrige Texturen kann man damit sehr, sehr schön auftragen. Wenn man ein zu stark pigmentiertes Produkt hat, geht es 1A damit. Oder was halt jetzt auch aktuell immer mehr in meine Sammlung einzieht, Cremeprodukte. Sei es Creme-Blushes, Creme-Highlighter oder auch Creme-Bronzer-Contour-Produkte kann man mit einem Stippling-Brush einfach perfekt einarbeiten. Das ist jetzt aus dem Mrs. Bella BH Cosmetics Pinselset einer. Ja, ich finde den echt super. Und auch hier wieder, alle anderen sind eigentlich eher so Abwandlungen von dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Da ist jetzt nicht irgendwie etwas weltbewegend anderes mit dabei, abgesehen von anderen Formen, anderen Schnitten. Aber sie machen halt genau das Gleiche wie die zwei Hübschen dort oben. Hier haben wir jetzt so Definitionspinsel, etwas rundere gebundene Pinsel oder auch Pinsel, die oben zusammengebunden sind, sodass sie etwas anders in ihrer Art sind. Zum Beispiel ist es bei dem hier auch so, man sieht es hier auch an dem Stiel, dass er hier einfach nochmal zusammengebunden ist, sprich, dass er etwas flacher ist. Ich habe euch ja schon gesagt, wenn ihr einen runden Pinsel habt, könnt ihr ihn auch einfach zusammendrücken, dann habt ihr halt im Prinzip genau die gleiche Form. Pinsel, die ich von diesen hier auf jeden Fall, wenn ich ein Pinselset machen würde, mit in mein Pinselset nehmen würde, wäre jetzt nicht, weil sie eine unfassbar geile Form haben oder so, sondern weil ich sie einfach schön finde. Zum Beispiel ist das hier einer, den liebe ich. Ich weiß nicht, der ist halt hier so zusammengebunden und der ist so wunderschön. Der ist etwas fester hier oben und so wundervoll rund. Der ist einfach perfekt. Perfekt. Damit kannst du unter dem Auge setzen. Du kannst dir damit Blush auftragen. Du kannst dir damit Bronzer auftragen, wenn er etwas schwacher pigmentiert ist. Du kannst so wundervoll damit arbeiten. Du kannst dein ganzes Gesicht damit schminken und ich liebe ihn. Deswegen würde ich so eine Art von Pinsel auf jeden Fall mit ins Pinselset nehmen, wenn ich mal irgendwann eins rausbringen würde. Der ist von BH Cosmetics und ich weiß gar nicht, das müsste aus diesem Pinselset sein. Zodiac Crystal Dreams oder so, da müsste das eigentlich draus sein. Ich finde den so perfekt einfach von der Form her, den finde ich einfach schön, deswegen muss der auf jeden Fall mit ins Pinselset. Genau das gleiche Gefühl habe ich halt einfach bei dem hier. Das ist von Real Techniques, der eigentlich Blush-Pinsel. Den habe ich, also damals war das einer meiner einzigen Pinsel, die ich besessen habe, weil ich ihn auch so gut finde. Damit kannst du Blush auftragen, Bronzer, Highlighter, Puder, alles. Und der ist halt super weich oben. Der ist einfach so, so schön und der ist einfach perfekt. Deswegen
würde ich den auch auf jeden Fall mit ins Pinselset nehmen. Alle anderen sind wirklich, ich sag mal, Spielerei oder ne, kann man mit anderen Pinseln auch darstellen. Die sind alle für sich gesehen wundervoll, sonst wären sie nicht in meiner Sammlung drin, muss ich gestehen. Ja, aber präferiert sind einfach die zwei da oben, weil ich einfach verliebt in sie bin. Natürlich wäre auch dieser hier, oh, der ist auch perfekt, ne? Der wird auf jeden Fall auch den von BH Cosmetics sehr gut ersetzen können, weil der ist auch so schön. Der ist von Real Techniques, die 302 aus diesem Pinselset, was halt so dieses Glitzergedöns, wie heißt das denn? Weltall-Pinselset nenne ich das jetzt einfach mal. Finde ich auch wundervoll. Bekommt ihr bei Look Fantastic. Es ist so ein schönes Pinselset. Ja, aber genau. Da ich den da oben schon drin habe, läuft. Genau, und das sind halt alles so Pinsel, die gehen vorne so ein bisschen spitzer zusammen. Und oh, dieses Pinselset von BH Cosmetics, Leute, guckt euch das auf jeden Fall an, falls es das noch gibt. Das ist so schön, die haben so tolle Pinsel. Auch der hier, der ist so wundervoll. Ich streichle ihn einfach gerne. Es ist creepy, ich weiß nicht, aber ich habe einfach diese Gefühle für ihn. Okay, ja, wie gesagt, alle anderen Pinsel kann man mit den anderen Pinseln auch entsprechend abbilden. Aber ich herze jeden einzelnen von ihnen. Ich musste gerade gucken, was das für einer ist. Der war von Niri, genau. Der war in der Goodiebox, glaube ich, sogar mal mit drin. Ich finde die einfach so schön. Ne? Das sind einfach so Herzenspinsel, um das mal so zu sagen. Ja, da ich so pinselverrückt bin, wäre dann quasi das Pinselset, was ich rausbringen würde, wenn ich ein Pinselset rausbringen würde, ganz schön überdimensioniert. Aber naja, ich finde, das sind einfach so, das sind die perfekten Pinsel. Das wäre für mich das perfekte Pinselset, ein sinnvolles Pinselset, mit dem ich auch einfach Spaß haben würde und mit dem ich dir jeden Look schminken könnte, den du haben willst. Ach, und ich finde 16 Pinsel für ein Pinselset jetzt auch nicht exorbitant viel. Es ist mehr, als andere so haben, aber das wäre auf jeden Fall das, was, wenn ich mich von allen Pinseln trennen müsste und nur die sinnvollsten mitnehmen dürfte, das wären die Pinsel, die ich als sinnvoll erachten würde von der Art. Also jetzt nicht genau diese Pinsel, sondern, also doch teilweise schon, aber nicht zwingend, ne? Also das ist jetzt, ja, sind dann halt einfach meine Lieblingspinsel von der Art. Meine Must-Haves, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und das ist jetzt nicht viel, aber das ist das, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar habe ich hier ein Little Wonder Brush Set von Essence. Das ist dieses hier. Und damit habe ich dir tatsächlich auch schon mal einen kompletten Look geschminkt. Ich hatte das auch schon mal verlost. Leider hatte sich da die Gewinnerin leider nicht gemeldet. Genau. Deswegen wird es hier jetzt nochmal verlost. Das sind auch wirklich schöne Pinsel, die auch in meinem Portfolio drin sind. Da hast du zum Beispiel hier einen Wal drauf und so. Das ist halt ganz niedlich, ne? Das ist jetzt einfach, we are cute, we know it. Das steht hier hinten drauf und das ist schon niedlich. Und mit diesen Pinseln, mit diesen vier Pinseln kann man auch tatsächlich einen kompletten Look schminken. Wie gesagt, das habe ich schon getan. Und deswegen, das gibt es in diesem Video zu verlosen, zu gewinnen, wie auch immer. Ich habe es in die Beschreibung geschrieben, aber ich habe es, glaube ich, nicht am Anfang gesagt. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir ganz einfach dein allerliebstes Pinselset oder deinen liebsten Pinsel, wenn du einen hast, in die Infobox schreibst. Ansonsten ein Pinsel-Emoji verwendest. Irgendwas mit Pinseln, Leute. Tobt euch aus, bitte. Die Kommentare sind frei. Und ja. Genau, das war jetzt meine komplette Pinselsammlung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meiner ganzen Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!